Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu unserer neuen Folge unseres Podcasts Berlin Geschichte. Diesmal sind wir tausende Kilometer weit voneinander entfernt und nehmen die ganze Sache online auf, modern. Tausend, wo wir nicht im Lockdown, tausend, ich glaube 6000 oder so. Wow. Ich in Toronto. Janni, du sitzt immer noch in Berlin. Berlin. In Berlin. Du hast es immer noch nicht daraus geschafft. Berlin. Ja, nee, ich sitze noch in Berlin. Wir haben gerade kurz vor 2:30 Uhr nachts. Es ist sehr spät, aber ich freue mich, dich zu sehen, Christoph. Ja, ich auch. Ich habe auch wirklich Sehnsucht und ich bin auch glücklich, dass wir da sind. Und ich wollte erstmal gleich was vorspielen oder uns allen was vorspielen. Und ich hoffe, dass du es gut hören kannst. Ja. Weil das wird heute ein bisschen unseren Tag bestimmen oder unsere Folge. Drum and Fife, ne? Das klingt wie Militärmarsch, ne? Mit Pfeifen. Ja, klingt nach Linientaktik im 18. Jahrhundert. So ist man im War of Laces in die Schlacht marschiert. War in Laces. Ja, also dem Anlass entsprechend, da du ja auf der anderen Seite vom großen Teich bist, werden wir uns ein wenig auch mit den Kolonien und der Geschichte der USA und vielleicht Kanada beschäftigen und was das alles mit unserem Preußen zu tun hat, mit dem wir uns in letzter Zeit beschäftigt haben. Ist das richtig? Habe ich das so richtig zusammenfasst? Ja, es geht ja immer noch um die Zeit, im 18. Jahrhundert befinden wir uns ja noch, die Zeit nach dem Schlesischen Krieg und die Folgen auch des Siebenjährigen Krieges, die Folgen des Siebenjährigen Krieges, auch oft genannt. Kriegst du da eine Zusammenfassung hin? Ja, der Siebenjährige Krieg wird ja auch oft so als Erster Weltkrieg bezeichnet, weil es wirklich ein globaler Konflikt war, der auch Großbritannien und Frankreich umfasst hat mit den Kolonien. Es ging auch um Konflikte in den Kolonien. Also Preußen hat ja gegen Österreich, das Deutsche Reich, Russland und Frankreich Krieg geführt, gegen die Reichsarmee. Preußen hat sich behauptet, hat die schlesischen Besitztümer gefestigt und war danach wirtschaftlich natürlich total im Boden, hat dadurch aber Truppen gebunden am Kontinent, vor allen Dingen die Franzosen, sodass die Briten in den nordamerikanischen Kolonien ein bisschen freier wirken konnten. Genau, und die Briten haben die Preußen finanziell auch unterstützt und ich glaube, sie haben auch ein paar Truppen geschickt, ne? Diese, wie hat man die nochmal genannt? Die Expeditionsarmee, Expeditionsarmee, ja. Genau. Weil der König von Großbritannien war ja auch Kurfürst von Hannover, oder? Hat ja die hannoveranischen Besitzungen gehabt und damit natürlich auch einen Teil des Heiligrömischen Reiches da besetzt. Der Siebenjährige Krieg war zwischen 1756 und 1763. Ja. Genau. Für die Amerikaner hier ist ja der Siebenjährige Krieg ist ja eher ein Krieg gegen Franzosen und Indianer. Ja. Und hat auch ein bisschen früher angefangen und auch ein bisschen später begonnen. Genau. Ja, und dann haben wir heute ja gesagt, dass wir so ein bisschen darüber sprechen, wie es mit Friedrich dem Großen und Preußen irgendwie weiterging nach dem Siebenjährigen Krieg. Und ich versuche ein paar Parallelen zu schlagen zu Nordamerika. Ja, machen wir das. Soll ich damit beginnen? Ja, ich kann auch kurz... Ja, nee, mach du ruhig. Ich kann ja Ergänzungen noch machen. Wir springen heute mal in den anderen Kontinent und ich wusste das alles nicht und ich kann ja mal ganz kurz grob kapitulieren, bis dieser Siebenjährige Krieg startet und wir so ein Ereignis haben, was eben halt auch Europa umfasst und was in der vorletzten Folge im Mittelpunkt steht, einfach mal so, was geschah bis dahin auf dem nordamerikanischen Kontinent. Kolumbus hat ja nicht Amerika entdeckt, sondern ich meine, er ist auf dem Bahamas gelandet. Und bevor die Briten die amerikanischen Kolonien, die dann später sich unabhängig erklärt haben, kolonisiert hat, waren ja zuerst die Franzosen da, die sich am St. Lorenz-Strom angesiedelt haben. Das war ein Seefahrer Cartier. Hm. Der St. Lorenz-Strom, das ist so ein riesiger Strom, der denn in den Ontario Lake geht, da ist Toronto dran und an dem St. Lorenz-Strom ist auch Quebec, das war die erste richtige feste Stadt der Franzosen in Kanada, im heutigen Kanada und Montreal und das erste, was in Besetzung genommen wurde, war Neufundland. Ja, also, und die Franzosen haben auch... Ist ja auch am nächsten dran, die Insel.
Die Franzosen haben ja eher so, die hatten ja eher so auf der Agenda, Pelzhandel zu machen und haben sich mit den Indianern auch so ein bisschen verstanden und haben eine andere Kolonialpolitik eigentlich gemacht als die Briten. Ja, also die Franzosen waren im Norden und im Süden waren schon die Spanier. Die Spanier haben übrigens auch wenige Jahre vor der Unabhängigkeitserklärung San Francisco gegründet. An der anderen Seite, das wusste ich auch nicht. Und die Briten haben jetzt mit dem englischen Seefahrer Walter Raleigh 1584 in Virginia sind sie angelandet und die haben dann dort das Gebiet um Virginia ja besetzt und mit Jamestown die erste britische Kolonie gegründet. Okay? Ah, war das die, wo die Siedler verschwunden sind, oder war das Roanoke? Das weiß ich nicht. Es gab mal so eine Kolonie, die da ist den Engländern total verlustig gegangen. Ah ja, Virginia, ne, Genau, nach Virginia. Elisabeth der Ersten benannt, nach The Virgin Genau, Queen. das müsste ungefähr 100 Kilometer südlich von Washington sein. Ja. Ja. Da war doch mal Sir Francis Drake, der hat doch dann auch die Spanier geärgert. Wir sind im 16. Jahrhundert und das heißt, wir sind auch noch vor dem Dreißigjährigen Krieg, ne? Um das jetzt nochmal so ganz grob zu verorten in dieser Zeit. Und die Amerikaner oder die Briten haben da auch mehrere Millionen Indianer auch vorgefunden, ne? Die in diesem ganzen Bereich dieses Gebiet da natürlich besiedelt haben. Ja? Genau. Und was waren das für Einwanderer? Das ist ganz interessant für die spätere Geschichte. Das waren ja hauptsächlich Religionsverfolgte, also Puritaner und aus England, aber auch aus allen anderen Nationen. Genau. Ja, also Indianer ist ja auch schwierig, das Ja. sozusagen, weil die Indianer, da dachte ja Kolumbus, er hat Indien entdeckt und darum hat er Genau. die Indians genannt, aber das stimmt ja so nicht. Das waren natürlich amerikanische Ureinwohner. Ja, und mittlerweile ist dieser Begriff natürlich schwierig. Man spricht hier natürlich von den First Nations, aber ich habe auch schon beobachtet hier, dass die Indianer, die First Nations sich hier Indianer nennen. Ob das jetzt kulturell alles so Ja, ist ja. einwandfrei ist. Genau. Naja. Ja, auf jeden Fall waren hier halt schon Leute. Weißt du eigentlich, wer die ersten waren, die in Neufundland gesiedelt haben? Na, ich glaube, das waren die Wikinger, ne? Ja, waren die Wikinger, Waren die genau. Die Wikinger, sind irgendwie genau. von Island und Grönland darüber. Genau, Es also. gibt so eine total lustige Karikatur, dass irgendwie die Amerikaner, als sie auf dem Mond gelandet sind, da so ein Wikinger-Landschiff gefunden haben. Oh, waren doch schon eher da. Das ist gut. Genau, was wollte ich denn noch dazu sagen? Genau, ich glaube, es ist so grob umrissen. Und genau, welche Bundesstaaten waren das? Das waren die an der britischen Kolonie. Das waren quasi so Vermont und Virginia und Die 13 Georgia, die Kolonien, ne? 13 Kolonien. Das waren die ersten 13 Kolonien. Genau. Und eigentlich wirklich umzingelt, also mit wirklich einer französischen Übermacht. Auf jeden Fall territorial. Und das war Ja, eben an der Ostküste der an der USA, der Ostküste der heutigen USA, USA, ne? genau. Und das war eben auch Gegenstand dieses Siebenjährigen Krieges. Und am Ende des Siebenjährigen Krieges haben die Franzosen, das jetzt echt sehr detailliert hat, sehr detailliert, das habe ich auch nicht, das habe ich jetzt auch nicht parat, aber die Franzosen ziehen auf jeden Fall einen kürzeren und müssen da abziehen. Und die Briten gehen da als große Gewinner hervor. Genau. Ja, Es gibt ja auch und Es gab ja auch Louisiana, dieses riesige ja. Gebiet da um den Mississippi Es war auch rum, ne? französisch. Es war auch französisch, Na, Louisiana. nach König Louis benannt Genau. natürlich, die ganzen Ludwigs da in Und Frankreich. vielleicht nochmal, einfach weil das so hochinteressant ist, auch wenn wir jetzt weit weg von Berlin sind, aber wir kriegen den Bogen hin. Insbesondere, weil wir nachher noch über einen bedeutenden Preußen sprechen, der da auch wirkt und dem zu Ehren immer noch eine Parade abgehalten wird. Ja, da sind wir ja schon in Magdeburg Das auf sind den wir schon in gestoßen, Magdeburg, ne? genau. Was ich noch sagen wollte, es gibt immer noch diese frankophone Minderheit in Kanada. Also die meisten der bis zu 30 Millionen Einwohner Kanada leben ja in diesem Bereich des St. Lorenz-Stroms, Montreal, Toronto, Quebec und Vancouver an der Westküste. Aber in Quebec, die Stadt und auch der Bundesstaat Quebec mit Montreal, leben immer noch mehrere Millionen Franzosen, sprechen bis heute Französisch. Das sind die frankophonen Kanadier. Und die sind Wie quasi heißt der Ministerpräsident da? Trudeau. Justin Trudeau? Justin Trudeau, genau. Und das sind quasi immer noch die Überbleibsel dieser frühen Kolonialisierung. Und die waren da, also ich krieg's jetzt nicht mehr genau hin, aber die waren Jahrzehnte früher vor den Briten dort. Genau, so. Und die Engländer gewinnen den Siebenjährigen Krieg, aber das hat alles wahnsinnig viel Geld gekostet. Geld Ja, gekostet. man hat den Preußen ja auch Geld bezahlt und die Engländer sind am Ende des Siebenjährigen Krieges, und jetzt kehren wir nach Europa vielleicht erstmal zurück, sind sie pleite. Ja, sie haben in Übersee die Kolonien für sich zurückgewonnen, aber
sind auf jeden Fall pleite. In der Literatur steht Nicht was, nur die Engländer. genau, in der Literatur oder meine Arte-Doku, wir haben von 139 Millionen Pfund gesprochen. So, wollen wir mal Ja, der eine. Krieg war teuer für alle Beteiligten. Ja, Jani, war das irgendwie einigermaßen übersichtlich? Ja, klar, natürlich war das übersichtlich. Also, ja, der Krieg war teuer, auch für Preußen, für Frankreich natürlich und für Spanien. Also, das war ja doch ein sehr langer Konflikt, der natürlich viel, ja, Mensch, Material, Vieh vergeudet hat, mal wieder. Und Genau. auch die Preußen sind danach erstmal ziemlich arm dran. Also Friedrich der Große wird da groß gefeiert. Er wird dann auch zum ersten Mal Vivat Fredericus Magnus ausgerufen von den Bewohnern von Berlin, die ihm da einen herzlichen Empfang bereiten als den großen strahlenden Sieger von Leuthen und Kunersdorf. Na gut, Kunersdorf hat er verloren. Aber die ganzen Schlachten, die er da halt gewonnen hat, und der hat überhaupt keine Lust, sich da feiern zu lassen. Eigentlich geht er nur nach Hause und will nur seine Ruhe haben. Und ja, da ist die Bevölkerung natürlich ein bisschen beleidigt. Ist das nicht sogar so, dass er sich irgendwie woanders in die Stadt reinschleicht und Ja. sogar diesen Empfang umgehen will, irgendwie? Ja, er will sich Ja. eigentlich nur zurückziehen und sagen, oh Gott, das war alles so furchtbar, ich möchte mich gar nicht feiern lassen. Und damit hat er der Bevölkerung natürlich erstmal vor den Kopf gestoßen. Ja. Seine Frau sieht er nach 7 Jahren wieder, da sagt er eher nur, ja, Madame sind korpulent geworden. Also das war richtig charmant. Der war dann am Ende dann auch nur noch ein, ja, also sehr sarkastisch, zynisch. Also diese Charakterzüge haben sich dann ausgeprägt. Und er verbringt dann auch die nächsten Jahre eigentlich nur damit, ja, relativ demütig gegenüber der Bevölkerung das Land wieder aufzubauen. Also seine Räte herrscht er natürlich alle an, aber er wird, also die Armee wird zum großen Teil erstmal entlassen und die ganzen Pferde, die noch da sind, die werden erstmal wieder für den Fürs Land. Volk. Ja, also um die Bevölkerung wieder da Sagst in du mal die Schuss zu Jahreszahl, in setzen. der wir uns jetzt befinden? Ja, Also in den. 1763, ja. Nach dem 7-jährigen Krieg. Ja. Also 50.000 Leute gehen in Berlin dann auch einfach wieder nach Hause. Und ja, er ist ja mit dem Retablissement beschäftigt, wie es dann heißt, mit dem Wiederaufbau in den nächsten Jahren. Was macht er dann für eine Politik? Also er stärkt den Adel. Die Großgrundbesitzer, die Junker, weil er für die dann auch, die braucht er für, als Offiziere für die Armee, und die bäuerische, also die Landbevölkerung, die Bauern, die werden unterstützt. Das Bürgertum lässt er links liegen, ne? Also damit unterstützt er so eine Entwicklung, die dann später zu den preußischen Junkern führt, zu den ostelbischen Junkern, Bismarck und Co. Das sind diese adligen Großgrundbesitzer, die ja, dafür sorgen, dass Preußen jetzt nicht ein besonders liberales Land ist, und das wird auch Zeit seines Lebens erstmal nicht mehr der Fall sein. Er lebt noch, er regiert noch 23 Jahre. Er hat bereits 23 Jahre regiert und die letzten 23 Jahre, naja, da passiert nicht mehr viel. Also die Geschichtsbücher sind dann gar nicht mehr so voll mit dem. Er ist dann wirklich der alte Fritz, der sich dann auch nach Sanssouci zurückzieht und Und sich nicht mehr er. wäscht, ne? Und die Klamotten nicht mehr wechselt. Ja, da gibt es noch ein paar lustige Szenen. Ich würde die Zeit einfach kurz umreißen. Also was für mich sehr spannend Gerne. ist, einfach weil ich da studiert habe, in Potsdam wird das neue Palais gebaut. Das ist im Prinzip eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme nach dem Krieg. Aber das ist ein riesiger, klotziger Prunkbau, wie er für das bescheidene Preußen eigentlich unüblich ist. Und das dient also schon zum Repräsentieren der Hohenzollern-Dynastie. Wo steht das? Wir sind jetzt eine der fünf Großmächte in Europa. Das steht am Westende vom Parc Sanssouci. Okay. Das ist ein, ja, das ist ein großes Barockgebäude, ne? Also nicht mehr so im feinen frederizianischen Rokokostil wie Schloss Sanssouci. Du meinst es nicht das Schloss Sanssouci, sondern du meinst es Nee, Schlosspalais. ich meine das neue Palais. Ich schau mal ganz kurz, wir sind hier ja, ob ich meinen Bildschirm einfach teilen kann. Bildschirm kann nicht geteilt werden, warum kann ich meinen Bildschirm nicht teilen? Also das ist nach niederländischem Vorbild zum Teil, oder auch ein englisches Haus ist das Vorbild davon, ein englisches Schloss. Und ja, das dient dann auch zu repräsentativen Zwecken für Hoffeierlichkeiten Mit rumhängen oder mit lernen? verbracht. Also das ist schon ein großer Bau, der in dieser Zeit errichtet wird. Na, damit kommen auch einige Leute in Lohn und Brot. Grandhard ist da noch dann mit dabei, das dann weiter zu gestalten. Und ja, also das ist mir auch persönlich aufgefallen. Ich dachte erst, ich habe das erst mit Schloss Sanssouci verwechselt, bis ich gemerkt habe, oh, das ist eine Uni, da kann man auch studieren. Und ja, wirklich ein sehr großer Prunkbau. Also dort hatten auch
Teile der Hohenzollern dann ihre eigenen Wohnungen drin. Die Familie von Friedrich dem Großen, Prinz Heinrich, seine Schwester Anna Amalie. Dort wurden dann große repräsentative Feste abgehalten. Aber Janni, wieso sagst du jetzt Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen? Hatten die nicht genug zu tun in anderen Ecken? Ja, teilweise nicht. Also die Handwerker, die, naja, also Friedrich der Große hat ja auch sein Finanzwesen ziemlich ruiniert, ne? Er hat ja die Münzen da den Wert verringert durch Münzfuscherei. Gängiges Mittel. Ja, es war eine Wirtschaftsbelebungsmaßnahme für die Handwerker vor allen Dingen. Na, die Bauern, die mussten halt hauptsächlich ihre Felder bestellen. Und ja, Häuser mussten noch neu errichtet werden. Es sind wohl auch in Schlesien sehr viele Häuser kaputt gegangen. Das ist die Zeit so in den Jahren von 1763 bis 1767, womit sich dort Preußen dann hauptsächlich beschäftigt. Ja, ein anderes wichtiges Event ist dann eigentlich 1772 noch, und zwar die polnische Teilung. Also Friedrich Ah, der okay. Große hat einen Bruder, Prinz Heinrich, auch eine sehr schillernde Figur aus dieser Dynastie. Der geht nach Russland auf diplomatischer Mission, freundet sich auch so halb mit Katharina der Großen an, die Prinzessin von Anhalt-Zerbst. Und die Russen führen in der Zeit Krieg gegen das Osmanische Reich und die Österreicher haben ein paar Städte um Zips besetzt und dann, naja, dann sagen die einfach, na gut, also dann muss doch jeder etwas abbekommen vom Kuchen und dadurch sichert sich Preußen dann das Ermland, also Westpreußen. Russland bekommt große Teile Ostpolens und Österreich bekommt Galizien um die Region im heutigen Lwiw, ne, in Lemberg in der Ukraine. Und das ist so der Auslöser, warum sich die Polen zwischen den Russen und den Deutschen immer nicht so ganz wohlfühlen. Dort wurde einfach, ohne einen Krieg zu führen, wurde ja also das polnisch-litauische Dominion aufgespalten zum ersten Mal, dass sich Preußen halt Teile Westpreußen gesichert hat. Und ab dem Zeitpunkt darf sich König Friedrich II. Auch König von Preußen nennen und nicht nur König in Preußen, weil ihm damit das gesamte Herzogtum Preußen gehört. Ostpreußen und Westpreußen. Bis auf Danzig und Thorn. Aber Preußen war ja keine Exklave mehr, ne? Das war ja schon verbunden, oder? Nee, erst danach. Ach, erst danach. Also Ostpreußen war noch eine Exklave. Ah, Das okay. Gebiet um Danzig hat noch zu Polen gehört und es ist dann erst 1772 ist dann diese Landverbindung oder diese Sehne entstanden. An was denkst denn du, wenn du Dominion hörst? Ein Song von den Sisters of Mercy? Ich denke an. Ach so, du meinst Star Trek, die Borg oder so, Ja, ne? gar nicht die Borg. Dominion ist es Dominion. Ja, Ach, das Dominion. bei Star Trek Deep Space Nine Ja. verbindet sich das Dominion, die aus dem Gamma-Quadrat oder Delta-Quadranten kommen, durchs Wurmloch Ja. mit den Cardassianern. Das sind die mit diesen fetten Nacken. Oh, da gibt es ein neues Spiel jetzt hier von meinem Lieblingspublisher von Paradox Interactive. Gibt es so ein Star Trek. Was heißt eigentlich Dominion? Dominion ist einfach nur eine Domäne, oder? Ist einfach nur Englisch für Herrschaftsgebiet, Hoheitsgebiete. Genau. Eine Domain. Ja. Das Wort wurde erstmals im modernen Sinne im Verfassungsgesetz 1867 für Kanada verwendet. Ach, guck. Na, da war Kanada ein britisches Dominion. Ja, okay. Also nach dem Siebenjährigen Krieg macht quasi Friedrich der Große Aufbauarbeit in Preußen und Ja. Einsparungen und Konjunkturprogramme. Ja, und der pfuscht seinen Beamten auch überall rein. Also der König ist richtig nervig. Jede Order, der will sich um alles kümmern. Als aufgeklärter, absolutistischer Monarch will er sich um alles kümmern. Also der ganze Verwaltungsapparat hat im Prinzip Angst vor ihm. Aber er macht auch viele Reisen aufs Land und lässt sich dann schon von den Kaufleuten auch mal was erklären. Aber so seine direkten Beamten, die schnauzt er eigentlich nur an und droht ihn permanent mit Festungshaft. Also da ist er auch ein richtig autoritärer Hammel. Was macht die Voltaire-Front? Ja, die schreiben sich Briefe, aber halten einen gebührenden Abstand voneinander. Also die sehen sich nicht mehr, nachdem Voltaire abgereist ist aus Sanssouci. Aber sie bleiben sich brieffreundschaftlich verbunden, sagen wir mal so. Und ich meine, wir hatten ja Voltaire auch schon mal so ein bisschen anachronistisch ja vor den Schlesischen Kriegen besprochen, mit Georg schon mal, ne? Haben wir ja Ja. schon ganz viel vorweggenommen mit Bach und so weiter. Kannst du das nochmal in den zeitlichen Kontext betten, wann das ist, Das dass ist Voltaire hauptsächlich, eingeladen ist? ja, das ist eigentlich hauptsächlich sehe ich die Zeit zwischen den Schlesischen Kriegen ab 1745, 1750. Da wollten wir eigentlich auch noch mal eine Folge machen. Die haben wir jetzt zeitlich nicht mehr hingeschaut. Also die haben wir zeitlich nicht mehr geschafft. Und was ich unbedingt auch machen möchte, ist noch eine Folge über das Berliner Kulturleben im 18. Jahrhundert. Das würde ich heute mal ausklammern, weil das sonst den Rahmen widersprengt. Ja,
Um in deinen Worten zu sprechen, darüber sprechen wir später nochmal. Es besteht noch Forschungsbedarf. Ja. Nein, das sagst du immer gern. Das Ja. sagst du immer gern. Ja, das ist so ein Satz, ja, klar. Ich meine, es ist so viel Stoff und es ist eigentlich auch total spannend, auch diese polnische Teilung. Ja, ist auch ein, da sagt George Peabody Gutsch, einer der Biografen von Friedrich dem Großen, das ist nach dem Raub Schlesiens eins der extravagantesten Verbrechen an der Menschheit, diese polnische Teilung. Das, aber andererseits hat man sich dadurch Kriege gespart. Also Friedrich war dann auch nicht mehr so kriegslüstern, wie er es in seinen jungen Jahren war. Also er hat dann einfach Eroberungen am Verhandlungstisch vollzogen, zusammen mit Russland, zusammen mit Österreich, in dem Fall auf Kosten Mit Polens. Stalin, Der war damals noch nicht ne? Mode, sagen wir es mal so, ja. Es gab da auch drei Teilungen, oder? Es war die erste, ne? Das ist Oder richtig. war es schon die Aber zweite? das war die erste Teilung und 1772 und das ist die, die jetzt in unsere Zeit fällt. Also ja, der polnische Staat wird nach und nach komplett aufgelöst. Übrigens mega spannend, dass die Peace-Partei abgewählt wurde, oder? Welche Partei? Na, die Peace-Partei, es war Ach doch gerade so, ja, Wahl das in ist richtig, Polen. stimmt. Es war eine der wenigen guten Nachrichten in letzter Zeit. Ja, aus unserer Sicht schon, ne? Das fand ich Ja. schon beeindruckend, ne? Dass Ja. die einfach Als das, aufgeklärter ne? Europäer finden wir so etwas gut. Ja, genau. Lass mich das mal kurz zu Ende führen. Also Friedrich, Total gerne. er hat tatsächlich noch einen Krieg geführt, aber mit relativ wenig Elan. Und zwar den Bayerischen Erbfolgekrieg. Also 1765 stirbt auch Franz I., der Gemahl Maria Theresias, also kurz nach dem Der Lothringer. der Lothringer, Franz von Lothringen. der stirbt 2 Jahre nach dem Siebenjährigen Krieg und dadurch wird Maria Theresias ältester Sohn Josef II. Kaiser und Mitregent. Ja, pass mal auf. Und Josef der Zweite ist der Typ, den wir beim Mozart-Film sehen. Genau. Der Ja, das ist Mozart auch eine empfängt. Das ist auch eine super. sehr schillernde Figur des 18. Jahrhunderts. Ich habe den Verdacht, der war auch so ein bisschen Friedrich-Fan. Und auch neben Barry Lyndon auch ein Ja. Film, der richtig cool das 18. Jahrhundert einfängt. Das ist richtig, ja. Ja, und dieser Josef II. Hat dann auch so Allüren, das so zu machen wie Friedrich II. Beim Schlesischen Krieg, als nämlich die Wittelsbacher in Bayern aussterben, möchte er sich gerne große Teile Bayerns einverleiben. Da ist dann allerdings Friedrich dagegen. Und er marschiert dann auch 1778 zusammen mit den Sachsen diesmal nochmal in Böhmen ein. Aber das ist ein sehr kurioser Krieg, weil das ist der letzte der Kabinettskriege in Europa, aber die Armeen, die weichen sich eigentlich nur aus. Es gibt keine großartigen Schlachten mehr. Er wird auch teilweise der Kartoffelkrieg genannt, weil die Armeen eigentlich nur damit beschäftigt sind, gegenseitig sich die Kartoffeln von den Feldern zu klauen. Und es sterben Okay. mehr Leute durch Krankheiten und Desertionen als durch irgendwelche Gefechte. Und wie kommt das? Also wer flieht vor wem? Oder sind irgendwie alle kriegsmüde eigentlich? Oder? Ja, also es wird auch die ganze Zeit verhandelt nebenbei. Und kriegsmüde, also der Krieg wird ohne jeglichen Elan geführt. Und es geht eigentlich nur darum, aus preußischer Sicht den Österreichern nochmal zu zeigen, ihr könnt nicht einfach hier das machen, was wir auch gemacht haben, und zwar euch ein Stück Land einverleiben. Und das ist so die Zeit, da hängen auch Bilder von Friedrich II. In bayerischen Bauernstuben, weil er als Beschützer der Bayern gilt. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, dass ein Preuße da mal als bayerischer Schutzpatron Ist Maria fungiert hat. Theresa eigentlich Die lebt noch. schon tot? Nein, Die lebt noch. die lebt noch 2 Jahre lang, komme ich auch gleich noch Die zu. lebt ja auch länger als Friedrich, ne? Die Nein. lebt. Ach Nein, so, okay. Maria Alles Theresia falsch. stirbt 1780. Und dann sagt Friedrich der Große, sagt dann noch, sie war meine Gegnerin, aber nie meine Feindin. Und so. Ja, am Ah. Ende. Und dass sie sich nie begegnet sind, hatten wir auch schon tausendmal. Ja. Genau. Wer Sag sich mal. allerdings begegnet dazu noch, Josef II. Und Friedrich II. Treffen sich. Ach so? Es gibt Okay. Begegnungen, es gibt 2 Begegnungen zwischen den beiden, ne? Und damit die Österreicher nicht so beleidigt sind von den blauen Uniformen, ziehen die Preußen da alle weiße Uniformen an, weil die haben sie ja jetzt, die blauen Uniformen haben sie auf dem Schlachtfeld schon oft genug gesehen. Und ja, Friedrich ist wohl sehr starker Schnupftabakkonsument und bekleckert dann diese weiße Uniform damit, dass, ach, ich bin nicht würdig, bin nicht reinlich genug, hier eure weißen Uniformen zu tragen. Und die frotzeln So sich dann ist halt auch es. so ein bisschen an, aber sondieren schon mal aus, so. Und sag mal, das Haus Hohenzollern ist doch auch in Oberbayern, ne? Ja, in Bayreuth, ja. Ist Bayreuth Oberbayern? Ja, Franken eher, ne?
Wieso denn Oberbayern? Wir kommen jetzt auf Ja, Oberbayern. genau. Sorry, ich meine damit Franken, also der obere Teil von Bayern. Ach so, ja, nee, Oberbayern, das ist ja München und so. Nee, da Oder sind die genau. Preußen nicht, nee. Was dann aber allerdings passiert nach diesem bayerischen Oberfranken, genau. Erbfolgekrieg, ja, es gibt einen Frieden von Teschen 1779. Dadurch erhält Österreich das Innviertel und Karl Theodor von der Pfalz wird Kurfürst von Bayern. Also die einigen sich dann schon irgendwie. Also klar, Österreich kriegt einen Teil von Bayern und zwar das Innviertel, das ist ja, Braunau, die Gegend, wo Adolf Hitler herkommt. Und seitdem ist das halt österreichisch. Wie ist das, Braunau? Ja, Braunau am Inn, das Innviertel, kommt in der Zeit von Bayern zu Österreich. Ja, fiese Sache. Ja, 1780 stirbt dann auch Maria Theresia. Was Friedrich II. Dann natürlich auch noch macht, sind die Kartoffeldekrete. Also er befiehlt seinen Untertanen, Kartoffeln anzubauen, um eine Hungersnot zu vermeiden. Das gelingt ihm auch ganz gut. Also es gibt Hungersnöte in der Zeit auch wieder. In Preußen allerdings nicht ganz so schlimm, weil Friedrich gemeint hat, ihr müsst unbedingt Kartoffeln anbauen, das ist gut für euch. Dann hat er diese Kartoffeln auch von Soldaten bewachen lassen, damit die Bauern denken, dass das ganz wertvoll ist. Und er hat halt seine Untertanen dazu ermutigt, Kartoffeln anzubauen. Dadurch wurden einige Hungersnöte in Preußen nicht ganz so schlimm, weil trotz diesem ganzen Absolutismus war Friedrich immer sehr daran gelegen, dass er viele Bauern hat, damit auch viele Soldaten. War das nicht auch so, dass die zum Anfang auch nicht gecheckt haben, dass man bei Kartoffeln die Wurzel isst? Ja, stimmt. Ich glaube, die haben erst die Blüten oder die Blätter oder so da gekocht, dann versucht Salat draus zu machen und das hat wohl ziemlich scheußlich geschmeckt, ja. Ja. Mal, du trinkst gar kein Bier während der Aufnahme, ne, Janni? Es ist hier, wir haben kurz vor 3 Uhr nachts, da trinke ich Cola gerade, So, damit ich hier okay. nicht schlafend vom Stuhl falle. Prost, Ich Christoph. trinke den Moosehead. Moosehead, Moosehead. Canadian Lager. Moosehead. Ja. Canadian Lager. Schmeckt ganz gut. Naja. Hast du gerade überlegt, dass du das Zitat bringst, was du vorhin gebracht hast? Ja, ich habe mir gerade ein bisschen auf die Lippe gebissen. Ich glaube, das ist nicht zitierfähig, aber schön, dass wir beide gerade wenigstens aufnahmefähig sind, Christoph. Da freue ich mich sehr drüber. Ganz kurz noch was zur Wirtschaftspolitik. Also da war Friedrich II. Nicht modern. Er hat im Prinzip einen sehr veralteten Merkantilismus da umgesetzt. Also er hat eigentlich, also es gab keine kapitalistische Wirtschaftssystem. Es wurden mit Schutzzöllen wurde hantiert. Es wurde sehr viel in die Textilindustrie investiert und in den Bergbau, ne? Also die schlesischen Gebiete. Und das kann ich mal ganz kurz erzählen. Ich wollte heute eigentlich nicht so viel von Berlin sagen, aber es wurde zum Beispiel in dieser Zeit eine Bergakademie gegründet, 1770 in Berlin, da der König für seine Verwaltung technisch geschulte Beamte benötigt. Ja, die haben allerdings noch keine Räume und darum finden die Vorlesungen in der Wohnung der Dozenten statt. Ja, in der Zeit ist in Berlin auch einiges geschehen. Da will ich einfach nur kurz mal ein paar Punkte nennen, weil es heißt ja immer noch Podcast Berlin Geschichte. Und dann können wir das hier eigentlich gerade mit reinbringen. Also es geht um die Zeit immer noch um 1760 bis zum Tod von Friedrich II. 1786. Ich habe jetzt da explizit ausgeklammert, was kulturell in Berlin los war, welche Schauspielhäuser und Bühnen entstanden sind. Aber es gibt noch ein paar interessante Sachen, die zum Beispiel um 1760 wird der Friedrichsgesundbrunnen an einer eisenhaltigen Quelle an der Weddinger Panke durch den Hofapotheker Wilhelm Behm eingerichtet und erfreut sich großer Beliebtheit. Noch heute trägt das im 19. Jahrhundert an dieser Stelle entstandene Wohnviertel den Namen Gesundbrunnen. Falls du dich mal gefragt hast, warum Gesundbrunnen Gesundbrunnen heißt, es gab dort eine Quelle. Und es gibt noch das Pankebad und das kann man heute auch noch sehen. Da fließt ja die Panke lang. Das ist eine recht schön interessante Ecke, habe ich mir mal angeguckt. Gesund sieht ja der Gesundbrunnen nicht aus. Ja, das liegt am Wedding. Also so richtig, aber so richtig, also ja. Sag mal, ist aber nicht an dem Bahnhof Gesundbrunnen ist doch auch dieser aufgeschüttete Trümmerhaufen, ne? Ja, der Flakbunker. Ist das nicht der Humboldthain? Ist das Das nicht der ist Humboldthain? der Humboldthain, richtig. Ist nicht bei diesem Humboldthain auch dieses riesige Betonba dieses Betonbauwerk von den Nazis, was nicht kaputt zu Ja, kriegen der halbe war? Ist es nicht Flakbunker. im Humboldthain? Ist das nicht auch wie solche 10 Meter Betonwände, so total Ja, martialisch? ja. Ja, ist ein alter Flakturm und da ist heute das Denkmal zur Deutschen Einheit auch drauf. Also man hat auch eine schöne Aussicht auf Nordberlin von da oben, aus dem Humboldthain, ja. Hast du früher eigentlich Wolfenstein gespielt? Ja. Hatten in den letzteren Teilen hat die Nazis super super Beton. Das war so quasi der Inhalt von diesem Spiel, dass die Nazis mit super Beton alles aufgebaut haben. Okay, Nichts ist besser sorry. als römischer Beton, der hält wenigstens heute noch. Ja. Gesundbrunnen, Gesundbrunnen. Ja, genau, der Gesundbrunnen um 1760 wird da angelegt. Dann 1761 wird der Bau des Knoblauchhauses in der Poststraße 23 vollendet. Das gibt es auch heute noch, das ist ein Museum.
Wo ist das? Im Poststraße? Nikolaiviertel, Knoblauchhaus in der Poststraße. 1963 wird die KPM gegründet, die Königlich Preußische Porzellanmanufaktur. Also die wird erworben. Der preußische Staat erwirbt die 1751 gegründete Porzellanmanufaktur des Kaufmanns Johann Ernst Gotzkowski und verwandelt sie als in ein Monopolunternehmen um. Ist ja auch heute noch sehr berühmt, das KPM Porzellan. War nicht Friedrich auch von dem Meißner Porzellan so begeistert und wollte das importieren? Ja, Was habe ich richtig. denn da Und gelesen? dann wollte er es Das ist selber doch das, machen. ne? Ja. Und das hat genau diese Vorgeschichte, ja. Und 1763 wird dann endlich die KPM gegründet und dann wird auch preußisches Porzellan. Klingt nach einer Partei. Klingt nach einer Partei. Kommunistisch-preußische, keine Ahnung, Männerverein. Irgendwas gibt es immer. Ja, von 1764 bis 1775 wird der Kasernenbau in Berlin nochmal ordentlich forciert. Nach den ersten Wiederaufbaumaßnahmen wird die Armee wieder auf 20.000 Mann angehoben. Weil Friedrich fühlt sich nicht sicher in seiner Haut. Er fühlt sich immer noch von den Russen und den Österreichern Was ja. bedrängt, obwohl er mit denen auch diverse Verträge und Bündnisverträge wieder abschließt, vor allen Dingen mit Aber Österreich. nur in Berlin 20.000? Oder 200.000 Mann überall? in ganz Preußen. Ja, genau. Also 20.000 hat sie, glaube ich, gerade gesagt. Das wäre ja Das wäre dann. zu wenig, ja. Vielleicht ist es sogar 20.000 in Berlin. Nee, Ja. 200.000 in Das Preußen. wäre. In Nordamerika wäre das eine Riesenarmee, aber in Es war, ja. Also im Verhältnis zur Größe der Einwohner war es eine ziemlich große Armee. Die wurde später nur noch von den Hessen übertroffen, was das angeht. Aber das erzählst du uns gleich. 1766 wird das Rokokopalais am Mühlendamm, das Ephraim-Palais, vollendet. Auch das gibt es heute noch. Das ist im Nikolaiviertel nochmal neu aufgebaut worden. Dann gibt es 1769, also zwischen 1758 und 1774, gibt es eine Pockenepidemie. Also, und um die hohe Sterblichkeit zu bekämpfen, wird die Pockenschutzimpfung eingeführt, 1769. Oh ja, Also das die hat Pocken ja. oder die Blattern, das war ja doch eine ziemlich große Pestilenz damals. Genau, die Pockenimpfung, das hat ja auch so ein Brite, glaube ich, entdeckt mit Impfen von Kühen und so. Genau, Ja. kriege ich das nicht mehr zusammen, aber. Genau, da wurde das den Leuten dann irgendwie gespritzt, irgendwas von der Kuh, was auch nicht so ganz sauber klingt, aber es hat dann geholfen, ne? Also es war auch so die erste Impfung, die es dann auch gab. Die Briten können nicht nur Musik. Nein. Auch die konnten so einiges, aber die haben auch viel. Immer noch. Naja. Ist ja ein tolles Land und ein toller Kulturkreis. Ja, ist richtig. Stimmt, ja. Britische Musik ist immer noch die beste, finde ich. Ja, Friedrich hat ja auch noch einen schottischen Kumpel gehabt, ne? Marshall Keith oder Kite, ne? Der hat auch noch ein Haus gebaut bekommen in Potsdam. Das war einer, so, der mit dem er noch am Ende abhing. Der war genauso verschroben wie er selber. Ab Genau, 17. weil so sind ja sehr viele um ihn rum verstorben, ne? Seine Schwester und so weiter Ja. sind ja alle tot. Ja, der war am Ende sehr einsam und frustriert. Auch seine Lover sind alle gestorben dann. 1769 werden in Berlin Immediatbauten errichtet. Das fand ich dann auch nochmal architektonisch sehr interessant unter den Linden. Das sind diese zwei- bis dreigeschossigen typischen preußischen Häuser, die zum Teil auch noch rumstehen. Jetzt allerdings selten in Berlin, aber so in Babelsberg sieht man die auch, so zwei- bis dreigeschossige Häuser. Wunderschöne Wohnformen, zwei Stockwerke, oben Dachgeschoss drauf. Das sind so diese typischen Sachen, ja, die wurden zum Teil verschenkt, da waren die Leute nicht immer ganz glücklich mit, weil die ja auch unterhalten werden mussten, diese Häuser, aber, ne, also in meinem schlauen Buch steht hier drin, auf Kosten des Staates werden in Berlin die Immediatbauten errichtet. Die kleinen zwei- und dreigeschossigen Häuser unter den Linden harmonieren nicht mit der Pracht des Forum Fridericianum. Kurz dann werden 44 unansehnliche Häuser abgerissen und die von Architekten von Gontar und Unger mit Prachtfassaden ausgestatteten Häuser errichtet. Aber auch so die Friedrichstadt war früher sehr mit diesen zwei- bis dreigeschossigen Häusern ausgestattet. Davon stehen vielleicht noch zwei, drei. Was haben wir nochmal für Mauerwerk jetzt in der Zeit? Das ist noch die Zoll- und Akzisemauer von 1732. Okay, die aber vorn und hinten umbaut ist, ne? Ja. Richtig? Also, Ja, es das gibt ist auch. schon längst nicht mehr Stadtgrenze, ne? Na, es gibt außerhalb ein paar Städte, aber es gibt auch innerhalb der Stadtmauer, gerade so um das Köpenicker Feld, gibt es auch noch sehr viele Brachflächen, so im Gebiet von heutigen Kreuzberg und Friedrichshain. Ne? Also Richtung Schlesisches Tor, da war auch sehr viel noch nicht bebaut. Auch zur Ah, Spree okay, hin. gut. Auch innerhalb der Mauer. Ne? Aber das sind ja diese Tore, da Ah, okay. Cottbuser Tor, Schlesisches Tor. Es gibt allerdings so in der Stralauer und in der Spandauer Vorstadt, direkt um Berlin-Mitte, so den heutigen Hackeschen Markt rum, gibt es schon noch so das Scheunenviertel, entsteht ja auch in der Zeit. Aber ja, es ist schon ein bisschen Wildwuchs. Die wurde ja auch noch mal kurz verstärkt, als da die Russen angekommen sind und Berlin geplündert haben.
oder gebrandschatzt haben im Nee, du meinst den Husarenstreich, den ne? auch ja genau den Husarenstreich. Ja. Stimmt, die Österreicher kamen ja auch nochmal. Diese zweimaligen kurzen Besetzungen, es waren, glaube ich, zwei Ja, wo der im Stadtkommandant Siebenjährigen Krieg. keine gute Figur abgegeben hat, genau das. 1770 wird dann die Berg- und Hüttenmännische Akademie, das Institut gegründet, um den Bergbau zu fördern. Was passiert noch? 1773, das 1663 erbaute Dienstgebäude des Berliner Gouverneurs unter den Linden, gegenüber vom Zeughaus, wird von Philipp Gerlach in einen Barockpalast umgebaut und das ist dann seit dem 18. Jahrhundert das Kronprinzenpalais. Auch das steht noch unter den Linden gegenüber vom Historischen Museum. Das muss ich mir noch mal ganz kurz googeln, ja. Ja, Kronprinzenpalais, ja. Und das dient dann dem jeweiligen preußischen Kronprinzen als Wohnung. Das ist ein Gebäude von 1663 und das wird 1773 dann umgebaut. Als Prachtgebäude. Ja, das kennt man. Muss ich der Hörer, die Hörerin mal einfach Ja, aufrufen im unter den Linden, Internet. genau. Und 1775 bis 1780 wird am Opernplatz, also am heutigen Bebelplatz, die Königliche Bibliothek errichtet. Da ist heute das Juristische Institut drin von der Humboldt-Universität. Das ist ganz interessant, ne? Das ist ein Teil von Forum Fridericianum und das wird von, auch von Georg Christian Unger unter Zugrundelegung eines Entwurfs von Josef Emanuel Fischer von Erlach für den Michaelertrakt der Wiener Hofburg gebaut. Ne? Das sieht halt aus, die Berliner nennen das dann irgendwann Kommode, weil das so eine geschwungene barocke Form hat. Da steht drüber, also das ist, wenn man von unter den Linden auf den Bebelplatz guckt, wo die Bücherverbrennung war, rechts dieses große Ja. Gebäude von der juristischen Fakultät mit der geschwungenen Fassade. Warte mal, du stehst unter den Linden, guckst Richtig. drauf auf den Platz. Links hast du die Oper, ne? Ja, und rechts die juristische Die Staatsoper Fakultät. unter den Linden. Ja, okay. Genau, und das ist das Gebäude rechts, das wird bis 1780 gebaut. Die Inschrift Nutrimentum Spiritus, in Klammern Nahrung des Geistes, hieß bald berlinerisch übersetzt, Spiritus ist auch Nahrung. Ja, so sind sie halt, ja. Dann wird 1776 bis 1780 die Kolonnaden am Spittelmarkt und die Königskolonnaden vollendet. Also so ein Kolonnadengang, einfach so Säulengänge, die stehen auch noch am Spittelmarkt, gibt's die noch? Und die Königskolonnaden, die standen früher an der Königsbrücke am Alexanderplatz, die befinden sich heute im Kleistpark in Schöneberg vor dem Gerichtsgebäude. Königskolonaden, ja. Ja, genau, die werden derzeit errichtet. Das sind auch noch Sachen, die findet man heute noch in Berlin. Die Königskolonnaden findet man allerdings nicht mehr in der Königstraße, an der Königsbrücke am Alexanderplatz, weil es diese Brücke nicht mehr gibt. Die wurden dann in den Botanischen Garten am Kleistpark verlegt. Das ist der heutige Kleistpark. Ach, sag mal, ich habe hier gerade, als ich die Kolonnaden hier gegoogelt habe, Ja. die an der Glienicker Brücke, die hat man ja auch vor Augen. Potsdam. Ja, da weiß ich nicht, von wann die sind. Na toll, das weißt du Nee, jetzt das nicht. weiß ich jetzt nicht. Tut mir leid. Also, das erzählen wir beim nächsten Das Mal. überhaupt aber beim nächsten Mal, ja. Auch noch interessant, 1780 bis 1785 werden die Kuppeltürme von der französischen und der deutschen Kirche errichtet, am Gendarmenmarkt nach Karl von Grandtat. Und diese Kuppeltürme dienen ja dann später auch für die Gebäude am Frankfurter Tor als Vorbild. Aber das ist ja voll cool, ne? Jetzt entstehen ja wirklich echt viele Gebäude, die man einfach jetzt aus dem Stadtbild kennt. Genau, Das darum macht wollte ich das noch erwähnen. das Ja. natürlich. Nee, ist cool, ist cool. Ein Vorbild für die Gleichartigkeit beider Kuppeltürme sollen die Kirchen der Piazza del Popolo in Rom sein, aber gut, naja. Aber den Gendarmenmarkt mit dem deutschen Dom und dem französischen Dom in der Mitte des Schauspielhauses, das kennt ja auch jeder, der schon mal in Berlin war, unser kleiner, klein Wien. Oh, Ja. ist auch schön, ist auch schön. Ja. Mit dem Schauspielhaus, das machen wir in einer anderen Folge, weil Kulturleben ist auch interessant. Aber noch was zur Wirtschaft 1782. In der Berliner Textilindustrie gibt es 60 dezentralisierte und zentralisierte Manufakturen mit mehr als 15.000 in der Stadt und ebenso viel außerhalb wohnenden Arbeitskräften. Das heißt, die Textilindustrie ist einer der Hauptberliner Wirtschaftszweige. Schon oft erwähnt, so auch um den Spittelmarkt und am Hausvogteiplatz siedeln sich dann später auch noch viele Betriebe an. Also die Textilindustrie wird halt weiter auch vom Staat gefordert. Was ist noch interessant, kurz vor Friedrichs Tod, 1785, 1786, wird im Tiergarten das Schloss Bellevue errichtet. Das ist die heutige Residenz, des Bundespräsidenten. Ach, Ja. ach das, okay. Ja. Für den Prinzen Ferdinand, Mit Hubschrauberplatz oder ohne? ich denke mal ohne, weil die Hubschrauber im 18. Jahrhundert, das waren noch sehr wackelige Angelegenheiten. Also ich glaube, Leonardo da Vinci hat sich daran mal versucht, aber naja, war eher so ein. Denkt man sofort dran, ne? Ja. Ich habe auch sofort an diese, an diesen Scheibenrotor gedacht, ne? Ja, faszinierend, was der menschliche Erfindergeist alles hinbekommt, ja. Wie sieht's aus in. Aber in der Zeit konnte man auch noch Universalgenie sein, ne? Wenn ein Ja. Bio-Lehrbuch irgendwie 10 Seiten ist, Ja. ne? Oder
Weißt du, was, apropos Universalgenie, weißt du, was Goethe zu Berlin gesagt hat? Ah, finde ich das hier gerade. Das ist nicht meine Stadt. Naja, genau, das hat er gesagt, das ist nicht meine Stadt. Bevor oder nachdem er in Italien war? Danach. Ja, Goethe war ja in Berlin. Ja, Danach, ja. da wollte ich sagen, er war nicht so amused. Naja, was hat er denn? Wo haben wir es denn? Hast du da eine Originalaufnahme? Ja, ich hab Goethe gerade nochmal interviewt. Wir machen den Goethe-Podcast. Goethe, ja, Götz. Also Götz von Berlichingen fand er ja furchtbar. Das kann man schon mal. Du bist echt eine Nachteule. Ich bewundere dich, Janni. Du bist wirklich Ich habe schön wach nochmal noch. schön Also. geschlafen. Ich habe mich nach der Arbeit nochmal direkt hingelegt. Ach komm, finde ich jetzt nicht. Goethe müssen wir nochmal extra machen, weil Friedrich lässt sich auch ziemlich über die deutsche Literatur aus. Und zwar im negativen Sinne, aber das machen wir wirklich nochmal in einer anderen Folge. Dann will ich eigentlich nur noch erzählen, wie es beim Tod von Friedrich dem Großen in Berlin aussah, 1786. Berlin hat 147.388.000 Einwohner und davon sind 40.000 Militärpersonen, Soldaten und ihre Angehörige und die leben in 6.600 Häusern. Und sag mal, wann stirbt Friedrich der Große? 1786. Also er regiert wirklich sehr lange, er wird 74 Jahre alt, ne? Und von 1712 bis 1786, die letzten 23 Jahre nochmal kurz zusammengefasst. Wiederaufbau nach dem Siebenjährigen Krieg, das neue Palais in Potsdam wird errichtet. Es gibt eine Förderung von der Aristokratie und von den Bauern zum Nachteil natürlich des Bürgertums. Was ihm noch gelingt, ist eine Justizreform. Das allgemeine Landrecht wird wenigstens schon mal in Gang gebracht. Weil das Justizsystem in Preußen ist auch eine Katastrophe, aber das hält dann auch eine Weile. Dort ist ein gewisser Herr Zettlitz federführend, der einer der Förderer von Immanuel Kant ist, der ihm auch seine Kritik der reinen Vernunft widmet. Dann, es kommt 1772 zur polnischen Teilung, auch ein großartiges Verbrechen Preußens, weshalb sich die Polen zwischen Deutschen und Russen nicht so ganz wohlfühlen. Es gibt diesen bayerischen Erbfolgekrieg, der letzte Krieg, den Friedrich II. Führt, ohne großartige Verluste aufgrund von Schlachten, sondern eher durch Krankheit und Desertion. Und man kann sagen, Friedrich hat genug von Krieg führen. Er wird dann wirklich der alte Fritz, er zieht sich zurück. Regiert aber ab und zu noch sehr absolutistisch in seine Untertanen rein. Und als er dann stirbt, sind die meisten seiner Untertanen dann eigentlich auch erleichtert, weil nach so einer langen Regierungszeit lag er dann doch so relativ bleiern über dem Staat. Und er hat zum Beispiel komplett den Beginn von der bürgerlichen Autonomie verpasst und von so etwas wie Kapitalismus oder Bürgertum oder demokratische Sachen, das war ihm alles nix. So, und es gab ja schon in anderen Teilen der Welt da Entwicklungen, die in diese Richtung geführt haben. Sehr gut. Schön, Janni. Und sag mal, weil du das gerade sagst, die Briten haben ja schon ein Parlament, ne? Und die Briten. Ja, das Mutterland des Parlamentarismus, ja, 1680. Und die Briten haben irgendwie auch so einen Akt, dass die König absetzen können. Und das machen sie, glaube ich, auch einmal, dass sie ihn austauschen. Und seitdem muss der Ja. König da irgendwie Pamphlet unterschreiben, dass, wenn er Mist macht, auch ausgetauscht werden kann vom Parlament, ne? Ja. Weißt du da noch, ob ich. Meine ich Weißt ja. du da auch wieder noch den Nee. Fachterminus? Nee, ne? Nee, da bin ich jetzt nicht belesen drin. Dass das so ein Ja. bisschen Vorlage ist auch für die amerikanische Verfassung. Natürlich, die kamen ja großenteils aus den britischen Genau, Kolonien und die richtig. Briten haben sich eigentlich immer die Könige importiert, wenn sie mit ihren eigenen unzufrieden Genau. waren. Es gab ja dann katholische Könige, dann wurde irgendwann gesagt, die dürfen nicht mehr katholisch sein, das gibt nur Ärger. Oh, apropos katholisch, Maria Theresia hatte auch echt Bauchschmerzen bei der polnischen Teilung, weil das war ja ein souveräner katholischer Staat. Ja, ist es heute ja auch wieder. Aber die Briten haben sich ja dann die Hannoveraner als Könige importiert. Ja, genau. Georg 1, 2, 3. Da gab es auch einen König, der konnte überhaupt kein Englisch und ich glaube, erst George der Dritte konnte dann kein Deutsch mehr. Und du hast jetzt schön über Friedrich den Großen nochmal referiert und über Preußen. Und ich hatte aber auch schon so ein bisschen den Beginn gemacht, Siebenjähriger Krieg und Nordamerika. Und Friedrich der Große stirbt. Und wir haben, um das jetzt nochmal chronologisch zu ordnen, wir haben den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg von 1775 bis 1783, okay? Da sind die 13 Kolonien, erklären sich unabhängig von Großbritannien, okay? Und ich sage das jetzt extra so, weil das werfen, glaube ich, ganz viele durcheinander auf Feuer. Und der Bürgerkrieg, der amerikanische, der ist erst 80 Jahre später. Der geht um Sklaverei, Ja. das ist das mit Lincoln. Und das ist das mit Nordstaaten und Südstaaten und den Sezessionskriegen, ja? Und der Unabhängigkeitskrieg sind die 13 Staaten gegen Großbritannien. Und wir Ja. haben ja vorhin über den Siebenjährigen Krieg gesprochen und dass die Briten so pleite waren, die fingen natürlich auch an mit ihren 139 Millionen Pfund, ob die Zahl stimmt, weiß ich nicht. Natürlich
unglaublich viele Steuern einzuführen in amerikanische Kolonien. Die waren natürlich sehr reich, ja? Also die nördlichen der 13 Kolonien, Walfang, New Bedford, Nantucket und Landwirtschaft und so weiter, die waren also wirklich relativ reich. Der Süden war noch mehr an Großbritannien gebunden, weil die hatten diese Baumwollplantage. Aber insgesamt reiche Kolonien, und die wollten natürlich Großbritannien jetzt benutzen, um ja einfach um Gelder zu generieren. Auspressen. Auspressen, genau. Und mit wirklich lustigen Steuern, die eigentlich an. Wo hatten wir das denn noch, diese witzigen Steuern? Hatten wir das nicht auch in Preußen? Mit der Bartsteuer? Wo waren das? Ja, das war in Russland, die War Bartsteuer. die Bartsteuer Es gab noch eine Champagnersteuer, die gibt es immer noch, aber die Russland? Bartsteuer, die war in Naja, Russland. jedenfalls, es gab irgendwie. Die Briten haben Steuern eingeführt auf Kartenspiele, auf Kalender, auf Dokumente und natürlich auch auf Tee. Ja, und dann haben sich natürlich diese reicher werdenden Kolonien irgendwann gesagt, so ja, also eigentlich, wir partizipieren nicht an der politischen Entscheidungsbildung und an der Gesetzesgebung, und dann wollen wir auch keine Steuern bezahlen. Und das ist dieser berühmte Begriff No Taxation Without Representation. Wollte ich gerade sagen, der Satz, der ist mir noch aus dem Genau, Schulunterricht da richtig. hängen geblieben. Aber was die Briten gemacht haben, ist ja mit diesem Steuersystem, das haben die Preußen ja auch gemacht. Die haben ja dann exorbitante Steuern auf ausländische Güter erhoben, auf Kaffee, auf Tee, Genau. um die Binnenwirtschaft zu fördern. Und das ist ja dieses Wirtschaftssystem des Merkantilismus. Also genau, dieses No Taxation Without Representation, das ist so dieses, das ist so, glaube ich, schon dieser Begriff, hinter dem sich da ganz viele versammeln und halt aufständig werden, ne? Dass sie einfach es nicht einsehen, wenn sie nicht Mitspracherecht haben und nicht mit dem Parlament sitzen, warum sollen sie denn dafür zahlen und Steuern bezahlen, die sie selber nicht eingeführt haben. Und genau, das ist so 1765, und diese Teesteuer wird dann auch nochmal erhöht. 1703, Boston Tea Party genau, ist mir noch ein das ist die Begriff. Boston Tea Party. 1773 wird diese Teesteuer noch erhöht, und in Boston werden Amerikaner auch so niedergeschossen. Ja. Die kippen noch den Tee dann ins Ja, Meer genau. oder so, Es ne? gibt so ein paar, die verkleiden sich als Indianer und gehen auf die britischen Schiffe und hauen den Tee ins Meer. Wie gemein. Ja, aber dann waren es doch wieder die First Nations. Das ist ja auch fies. Die haben versucht, diesen Teeschmuggel in die Kolonien zu unterbinden und ihren Tee da unterzubringen, genau. Aha. So, genau, das ist also diese, das ist 1773 im Dezember, die Boston Tea Party, genau. Wann sag Am nochmal? 16.12.1773. Ja, also, genau, 1773. also der Siebenjährige Krieg ist vorbei, die Briten sind verschuldet, hauen viele Steuern auf die 13 Kolonien, die Ah, kriegen. da haben sie auch nichts dann bei den polnischen Teilungen sagen können. Da hatten sie ihre eigenen Probleme. Wahrscheinlich. Das war ja genau parallel in der Zeit. Okay. Genau, die 13 Kolonien, die treffen sich dann auch auf diesem sogenannten Kontinentalkongress und besprechen sich dann und entscheiden sich dann gegen die Briten auch in den Krieg zu führen. Und der Anführer ist Washington, George George Washington. Washington, und die erheben den Truppen. Und das ist wirklich die Truppenstärke. Also wenn wir uns das mal an, wenn wir uns das mal so reinziehen, in was wir auch gemacht haben im Siebenjährigen Krieg, wie eigentlich die ganzen Schlachten immer, 70.000 versus 120.000 und so weiter, denn ist die Gesamt, Ja, nicht ganz so viel, aber ja, ja. aber die Gesamttruppenstärke von 110.000 auf Seite der Amerikaner und 200.000 Briten insgesamt ist Ja. jetzt nicht riesig im europäischen Kontext. Aber die waren nicht alle drüben auf dem Kontinent am Kämpfen, Doch, das war, also das auf war, das Nordamerika. war 200.000 Briten? 200.000 Briten. 25. Kommt mir ein bisschen viel vor, aber ja. Nee, Wow. hab ich mir so aufgeschrieben. Ja, okay. Will ich nicht in Frage stellen, ne? Das ist aber ich finde das eine beeindruckende Zahl. Ich finde, das ist nicht wenig. Also im Siebenjährigen Krieg, da sind so hauptsächlich so 30.000, 40.000 Mal aufeinander getroffen in einer Schlacht. Nee, Aber ja, klar, aber das ist stimmt, die die Gesamttruppen waren Gesamttruppenstärke. natürlich Das ist die mehr. Ja. Gesamttruppenstärke da. Über, ich meine, das ist auch, ich meine, du weißt ja, wie riesig Nordamerika ist. Also das, die waren ja auch alle verteilt, ne? Genau, und die Briten sind halt super ausgebildet, ne? Das sind die Berufssoldaten. Und die Amerikaner, das sind halt dann, ja, Farmer und so weiter, die sich da zusammentun und einfach keinen Bock mehr haben, so viele Abgaben zu bezahlen für die Briten und unabhängig sein wollen. Die Kanadier machen das ja alles nicht mit. Also die kämpfen ja sogar später gegen die Amerikaner, dass die bleiben ja britisch und kriegen später die Unabhängigkeit. Genau, richtig. Und warum wir beide eigentlich überhaupt darauf gekommen sind, darüber mal zu sprechen, war, dass wir ja mit einem ganz bekannten Magdeburger,
Friedrich Wilhelm von Stäuben einen Akteur haben, der auf Seiten der Unabhängigkeitskrieger militärische Ausbildung macht. Weißt du noch was zu Stäuben? Kriegst du es noch zusammen? Nee, ich weiß nur, es war ein preußischer Militär aus Magdeburg, Genau, der. der dann rüber ist und George Richtig. Washington dabei geholfen hat, diesen Krieg für sich zu Genau, damit entscheiden. hast du es schon gut zusammengefasst. Also er ist am 17. September 1730 geboren in Magdeburg und in meiner Heimatstadt, da wo wir beide uns kennengelernt haben, hat eine frühe militärische Ausbildung genossen, hat Erfahrung im Zweiten Schlesischen Krieg gesammelt. Er war mit seinem Vater bei der Belagerung von Prag und ist halt auch so ein Friedrich der Oi. Große Begeisterte. Ja, wie viele Militärs damals. Ja, und 1747 ist er in die preußische Armee eingetreten, im Regiment von Lestwitz und wurde 53 Leutnant, hat sich dann aber, ist dann 1759 Quartiermeisterleutnant im großen Hauptquartier von Friedrich dem Großen versetzt worden. Er wird ihn von Weitem gesehen haben, die werden irgendwie aufeinander gestoßen sein. Er war zwischenzeitlich, als die Russen Kolberg irgendwie erobert haben, das ist ja an der Ostseeküste. Im heutigen Polen, da ist er irgendwie in russische Gefangenschaft geraten, ist er wieder freigelassen worden und lernt dann den amerikanischen Botschafter in Paris kennen. Krieg es nicht mehr zusammen, warum er da war, und das ist Benjamin Franklin. Ja. Und vorher ist es auch so, dass er sich wohl verwirft mit einigen Militärangehörigen und man vermutet auch bei ihm, dass er wohl homosexuell war und dass er Wie mit, so viele in der ja, Zeit. und dass er mit Sodomie Friedrich Heinrich. Verbindung gebracht wurde und dass das auch für ihn ein Auswanderungsgrund war, nach Nordamerika zu gehen. Ja. Das ist auch so in der Geschichte der Inklusion Homosexueller im US-Militär, wird das so gelistet, auch so bei Wikipedia, wenn man da mal so reinguckt. Ja. So, aber jedenfalls geht er dann auf Empfehlung von Benjamin Franklin nach Amerika und dient dann im Unabhängigkeitskrieg und macht da wesentlich mit zu. Jetzt wollte ich mal so eine kleine Sache dazu vorlesen. Die Kontinentalarmee war zu diesem Zeitpunkt in einem sehr schlechten Zustand. Das Heer bestand nur aus rund 5000 Mann. Einheitliche disziplinarische und dienstliche Strukturen existierten praktisch nicht. Stäuben baute die Armee im Lager von Valley Forge ab 1778 als Generalmajor und Generalinspektor taktisch und operativ auf und um. Also Regeln für Ordnung, Disziplin der Truppen. Nach preußischem Vorbild Nach wahrscheinlich, preußischem ne? Vorbild. Er sorgte für die Disziplinierung, die Organisation, die Einübung der Truppen und war zeitweilig Generalstabschef George Washingtons. Er galt als Architekt der amerikanischen Unabhängigkeit auf militärischer Ebene, da es ihm gelang, untereinander zerstrittene und militärisch unerfahrene Gruppen von Freischärlern in eine schlagkräftige Armee zu verwandeln. In den einzelnen Gefechten schlugen zudem die von ihm befehligten Truppenteile maßgeblich zum Sieg bei. Seine taktische Anweisung bildeten die Grundlage für den amerikanischen Sieg in der Schlacht von Monmouth, dem Wendepunkt des Krieges am 28. Juni 1778. Wow. Was war der General? Der war Generalfeld. Generalstabschef von George Ja, Washington. das ist ja der höchste militärische Führer von einem Land eigentlich. Generalstabschef? Das weiß ich nicht. Ja, also der Generalstab sind ja die wichtigsten Generäle und wer dann da Stabschef ist, der hat da das Sagen und kann dann direkt mit dem politischen Führer besprechen, wie man so einen Krieg zu führen hat. Ja, sehr wichtige Funktion. Ist auch so, dass die Milizen haben, Minuteman. genau, und dann die Briten ja auch überraschen und eher in solchen kleinen, wie habe ich das jetzt hier genannt, Freischärler, ne, in so Gruppen. Scharmützel, Terroristen, Partisanen, Genau, dass die Briten in Scharmützel verwickelt werden. Geplänkel. Ich habe ja auch, ich weiß nicht, es ist schon spät, Jan, habe ich vorhin erzählt, dass ich den Patrioten vorher geguckt habe? Das hast du mir gestern Achso, erzählt oder ich habe vorgestern bei der den Patrioten Vorbesprechung. nochmal in Vorbereitung geguckt mit Mel Ah, Gibson. Gott, so ein Schund. Genau. Aber hier haben wir wirklich eine echte, wichtige Parallele. Ne? Das ist also ein sehr Ja. bekannter Preuße noch dazu aus unserer Heimatstadt, aus meiner. Und wir haben ja auch ein Denkmal von Stäuben in der Hegestraße. Ne? Und es gibt doch jährlich in New York die Stäubenparade, bin ich der Meinung, oder? Das ist doch diese größte Gibt es. Konfetti-Veranstaltung. Genau. Jährlich in der Fifth Avenue seit 1957. Ja, wow. Siehst du, also können wir sehen, dass hier ein Preuße, ein kleiner Preuße aus deiner Heimatstadt sehr dazu beigetragen hat, die amerikanische Unabhängigkeit herbeizuführen. Erstmal sind die Briten im Vorteil und auch unter anderem durch Stäuben und dass sie sich immer mehr organisieren, die Amerikaner. Und die entscheidende Schlacht wird die bei Yorktown, Ja. 80 Kilometer südlich von Washington. Und da treten, muss man mal sich überlegen, 8500 Mann gegen 8800 Franzosen
und 9.500 Amerikaner an. Wow. Die Franzosen kämpfen auf Seite der Ja, Amerikaner, oder? Ja, genau. Die kommen von Weil die ja gegen die Briten sind. Richtig, und die machen wichtige Seeblockaden. Und diese Schlacht bei Yorktown, die gewinnen die Amerikaner unter George Washington als Befehlshaber. Und als Konterpart ist Charles Cornwallis, bekannter britischer Befehlshaber. Und diese Schlacht nennt man auch die deutsche Schlacht, weil auf beiden Seiten viele deutsche Truppen aus Hessen, Ansbach und Bayreuth zum Einsatz kommen. Ja, da waren die Hessen ja sehr beleidigt, weil der Landgraf Karl hat sehr viele Söhne des Landes den Briten verkauft, damit die dort in die Schlacht ziehen. Es gibt doch so, wie heißt denn jetzt Sleepy Hollow, der hessische Reiter. Also die Hessen, die werden wirklich da zum Genau. Inbegriff für Söldnertruppen. Also die sind aber allerdings auch besser ausgebildet als die britische Armee, weil, also so berühmt die britische Navy halt war, desto, naja, fragwürdig ausgebildet war zum Teil die britische Armee, Die das Briten Heer. haben 2.500 Deutsche gehabt in ihren Reihen bei dieser Schlacht alleine. Ja, über Karlshafen nach Hannover sind die Hessen dann wahrscheinlich auf die Schiffe Ja. gekommen. Ja. Aber der Landgraf Karl hat das Geld gut investiert in Kunst und Kultur. Aber es sind, also es sind doch viele Hessen dann gleich da geblieben in den Vereinigten Staaten. Genau. Deutsch war zum Teil die meistgesprochene Sprache Genau. in den Also es ist halt sehr angrenzenden Kolonien. unterschiedlich, ne? Also jetzt ist ja so, sehr viele Deutsche waren so in Pennsylvania, Michigan, so im Nordosten und auch im Südwesten von Kanada. Genau. Und auch zum Beispiel diese Amish, die sind ja auch viel in Pennsylvania und in Utah und die sprechen ja immer noch dieses Pennsylvania Dutch. Pennsylvania Dutch, was aber eigentlich ein Deutsch ist. Muss man sich mal, kann man sich mal den Spaß machen, eine Doku anzugucken, gibt's viel. Genau, ich wollte noch ganz kurz und dann sind wir vielleicht auch langsam am Ende, Janni. Ja, im 19. Jahrhundert sind viele Deutsche ja dann so in den mittleren Westen gezogen und sind da die Bauern geworden. Der Krieg ist denn gewonnen und eigentlich schon vor Kriegsende. Kriegsende ist 1783, also 1775 bis 1783 ist der amerikanische Unabhängigkeitskrieg, okay? Und eigentlich schon in dieser Zeit wird die Unabhängigkeitserklärung verabschiedet, am 4. Juli 1776. Und da treffen sich halt diese 13 Bundesstaaten. Und da wird letztlich auch, und deswegen ist es ja der Nationalfeiertag am 4.7., da wird halt diese Verfassung ja in seinen groben Zügen verfasst, ne? Und da sind halt diese Basis Menschenrechte halt schon drinne, ne? Schon mehrere Jahrzehnte vor der Französischen Revolution stehen da halt solche Dinge drin, dass Ja. der Mensch, dass jeder Mensch das Recht hat auf Glück und Freiheit und so weiter, ne? Pursuit of Happiness. Da wird dann Liberty. diese Liberty Bell in Philadelphia geläutet, die kann man sich immer noch angucken, hat einen tiefen Riss. Und fünf Delegierte schreiben die. Und First Author, Erstautor, ist Thomas Jefferson. Und mit am Tisch ist auch noch Benjamin Ja. Franklin und John Adams. Ah ja. Genau, was spannend ist an der amerikanischen Verfassung ist natürlich, ja, wie geht man um mit Indianern, ne? Und mit Sklaven. Also Thomas Jefferson zum Beispiel ist ein Sklavenbesitzer, ne? Der schreibt was, halt von jeder ist gleich und jeder hat das Recht auf Glück, aber er fährt dann nach Hause auf seine Plantage und hat dann da Sklaven. Ja. Ne? Wann sind die USA dann genau Na, sie unabhängig? erklären ihre Unabhängigkeit 1776. 4.7.1776. Ah, ich muss da zu was, noch was zitieren, was am anderen Ende der Welt passiert ist in der Zeit. Und zwar James Cook war damals unterwegs auf den Ja, sieben Weltmeeren. stimmt. Auf seiner zweiten Reise hat ihn auch ein Preuße begleitet, Georg Forster. Ich Ah. habe in meiner Magisterarbeit habe ich darüber geschrieben, über den Handelsgeist in der Aufklärung. Also dort wird halt Südgeorgien oder South Georgia wird dann von James Cook gerade entdeckt und in Besitz genommen für die Kolonie. Im Zusammenhang mit dem Wegbrechen der 13 Colonies für die britische Krone schreibt dort Georg Forster sehr schön, sehr lustig auch. Hier ließ Kapitän Cook die britische Flagge wehen und beging die gewöhnliche Feierlichkeit, von diesen unfruchtbaren Felsen im Namen seiner großbritannischen Majestät, deren Erben und Nachfolger Besitz zu nehmen, ne, St. George Island. Zwei oder drei Flintenschüsse bekräftigen die Zeremonie, dass die Felsen widerhalten und Seehunde und Pinguins, die Einwohner dieser neuen Staaten, voll Angst und Bestürzung erbebt. So flickt man einen Kiesel in die Krone an die Stelle des herausgerissenen Edelsteins. Und der herausgerissene Edelstein sind natürlich die nordamerikanischen Kolonien und der Kieselstein ist dieser Felsen irgendwo im Südatlantik, der dann eine neue britische Kolonie wurde. Also als Ersatz für die verloren gegangenen Kolonien. Muss ich auch noch dran denken, weil James Cook, du, ich weiß, du bist ja auch sehr Ja, James Cook ist segelaffin und
Hat sich damit beschäftigt. James Cook ist einfach klasse. Also, ja. Ja. Was für uns noch interessant ist, 1785 gibt es einen Freundschafts- und Handelsvertrag zwischen Preußen und den USA. Friedrich der Große ist einer der ersten, der die USA auch als neue Aha. Nation anerkennt. Ja. Es gibt dort einen Treaty of Amity and Commerce, der wurde am 10. September 1785 abgeschlossen. Und zwar, ich lese einfach mal den Wikipedia-Artikel vor. Es gibt da Quellen, die kann man sich selber lesen. Also Friedrich der Große war in den damals entstehenden Vereinigten Staaten von Amerika sehr beliebt, weil er keine Bewohner der von ihm regierten Länder für Kriegseinsätze an England verkaufte. Also Preußen hat keine Söldner an die Briten verkauft, die im Unabhängigkeitskrieg gekämpft haben. Das waren wirklich nur die Hessen. Unmittelbar nach Ende des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges führte der Gesandte Friedrich Wilhelm von Thulemeier Verhandlungen mit John Adams, Thomas Jefferson und Benjamin Franklin, um einen Freundschafts- und Handelsvertrag abzuschließen. Der Vertrag enthielt da nicht nur wirtschaftliche Aspekte, sondern sollte auf Anregung von Franklin die Weiterentwicklung der Humanität fördern. Danach sollten Zivilisten, sollte es einmal zwischen den Kriegsparteien zu einem Krieg kommen, unbehelligt bleiben. Damit war dies weltweit der erste Vertrag zur Regelung von Kriegsgefangenschaft. Also bevor Preußen und die USA einen Krieg geführt haben, haben sie schon mal geregelt, was denn mit Kriegsgefangenen passieren sollte. Ansonsten ging es auch um Zollfreiheit für Tabak, Reis, Indigo, Walfisch, Tran gegenüber Leinen, Porzellan, Eisenwaren und Tuchen aus Preußen. Ne? Haben wir ja schon. Du hast gemeint, dass mit Walfisch, Tabak die britischen Kolonien da viel Wirtschaft betrieben haben und die Preußen eben mit Textilerzeugnissen, Porzellan, jetzt nach der KPM und ja Eisen aus den schlesischen Gebieten. Friedrich hoffte auch auf einen Aufschwung des Hafens in Emden, weil Ostfriesland hat damals auch zu Preußen Das stimmt, genau, ja. gehört, ja. Das sind immer so diese Flickenteppich, ja. Dieser Vertrag wurde dann nochmal zweimal verlängert und zahlreiche deutsche Kleinstaaten haben sich dann diesem Vertrag auch angeschlossen. Friedrich der Große war ein aufgeklärter, absolut der Monarch und damit George Washington teilweise nicht ganz unähnlich. Natürlich hatten die beiden unterschiedliche Ansichten über Freiheit und Gleichheit und Brüderlichkeit. Also Washington hat sich ja gegen die Monarchie ausgesprochen und dann für eine Republik. Das war natürlich gar Also. nicht im Friedrichs Sinne. Aber er hat diesen neuen Staat halt ziemlich schnell anerkannt, hat gemeint, gut, wir wollen auch Wirtschaftsbeziehungen haben. Was halt spannend ist an diesem neuen Staat, ist die Gesellschaftsstruktur, ja. Das ist ja zum einen, das sind ja aufgrund von religiöser Verfolgung tief religiöse Leute, Puritaner, die auch lesen können, ja, also die auch gebildet sind. Ja. Denn es sind kaum Adlige. Ja. Es ist eine große konfessionelle Vielfalt und da kann man sich schon vorstellen, dass so eine Gesellschaft einfach viel Potenzial hat, so eine Toleranz auch zu leben. Das hat Preußen auch. Das hat Preußen auch gehabt. Also Preußen war ja auch berühmt für die religiöse Toleranz. Zum Beispiel ging es den Katholiken im preußischen Staat nie so schlecht wie den Protestanten in Österreich. Also diese Religionsfreiheit, die wurde auch in Preußen noch relativ hoch gehalten. Und das ist auch ein verbindendes Element zwischen den USA Man und musste auf Preußen. jeden Fall nicht wie an anderen Teilen Europas jetzt Französische Revolution irgendeine Adel oder eine Monarchie abschaffen. Schon von Vorteil, wenn man das nicht auf dem Tableau hatte. Ja, da sind die Deutschen ja auch gebrannte Kinder nach dem Dreißigjährigen Krieg. Ich wollte eigentlich nur noch mal sagen, in diesen 100, 200 Jahren gehen wie 12 Millionen Afrikaner, werden als Sklaven verschleppt. Übrigens sind die Europäer Dreieckshandel, ja. selten die Sklavenjäger, sondern das sind eher arabische Unterhändler, ne, die Sklaven fangen und dann verkaufen. Das wollte ich nochmal sagen. Weil das ja auch etwas ist, was Ja. wesentlich diesen Staat prägt und es sind ja auch sehr viele afrikanische oder viele Sklaven oder Ex-Sklaven, Auf den Plantagen. eben aber auch im Krieg, im Unabhängigkeitskrieg. Es gibt auch so ein paar, die kriegen auch noch eine Briefmarke und Oh, es gibt auch ein paar Sklaven, die werden von den Hessen zum Beispiel als Trommler angestellt und gehen dann mit zurück nach Hessen. Also sowas wie Rassismus war den Leuten damals ziemlich fremd, größtenteils. Also nicht größte, nee, kann man so nicht sagen. Also es gab schon so, also den Hessen war Rassismus da jetzt Ja. nicht unbedingt so ins Blut geschrieben, sondern ein paar sind auch gleich da geblieben, ein paar gingen dann auch mit nach Europa. Also man muss schon sehen, dass auch die Gesellschaft im 18. Jahrhundert so langsam dabei war, ein bisschen sich zu globalisieren. Formulieren Aber wir ich es meine, es vielleicht war mal so. natürlich, ich weiß nicht mehr genau in welchem Jahrzehnt, aber ich habe jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch auch nochmal wirklich so in diese Sklaventhematik auch reingehört und das hat die Leute ja schon auch im 17. und 18. Jahrhundert noch umgetrieben. Also solche Überlegungen, sind das überhaupt Menschen oder nicht, ne? Afrikaner. Ne, Ja. oder? Ja, und da hat die Aufklärung dann natürlich eigentlich noch etwas da dem Es zugute ist getan, ne? unfassbar, was die, also besonders auch, was die Spanier mit den Ureinwohnern gemacht haben. Ne? Das ist unglaublich. Ne? Ja, die hatten es nicht so richtig mit der Also, Aufklärung und mit der wirklich, Wirtschaft dann.
Die haben die Leute wirklich verstümmelt und wirklich Zwangsarbeit und bis sie tot umgefallen sind. Also, das ist wirklich richtig, das ist richtig übel. Also, Manometer. Naja. Ja, Christoph, ich weiß, die Welt ist schlecht und es ist 3:30 Uhr nachts hier in Berlin Halb vier. gerade. Bevor ich jetzt noch richtig schlechte Laune kriege, fand ich, dass wir eine schöne Ja. Folge gemacht haben, Christoph. Ich hoffe, es haut alles hin mit der Hat richtig Spaß Aufnahme. gemacht. Die würde ich dann jetzt auch gleich mal beenden und dann musst du mir gleich nochmal zeigen, wie ich das zu dir über den Teich kriege. Und dann können wir gerne noch ein Ja. bisschen quatschen, nachdem ich hier eine kurze Pause mal gemacht habe. Mal gespannt, wie das ins Ja. Tonal ist. Ja, ich auch. Sehr. Und Ja. wie ich die Aufnahme gleich rüberkriege. Aber ansonsten, ja, habt ein schönes Leben und dann Ja, hören wir uns genau. bald auch Bis wieder. dann. Ciao. Tschüss.